Fallout. Es wird zwar heute nicht so extrem pünktlich kommen, weil ich nämlich jetzt erst aufnehme um 7.26 Uhr, aber es wird heute auf jeden Fall erscheinen. Wahrscheinlich dann um 8:30 oder 9 oder sowas. So, was haben wir eigentlich... hatten wir hier noch einen Punkt an Sie? Ne, direkt des Mordes beschuldigen. Was hat er nochmal? Das Geld wurde unterschlagen von ihr und Investoren, gell? Ich speichere einfach mal ab. Ich mach, egal. Egal. Viel Glück bei der Jagd nach dem Mörder. Warum haben wir sie jetzt eigentlich hier als einzige von uns angezeigt? Als mögliche... Wir haben die anderen Untersuchungen noch gar nicht fortgeführt, hier, oder was? Wir haben hier hinten noch eine Tür, hä? Was ist hier los? Achso, das geht nach draußen, ne? Ich hab wahrscheinlich noch eine Quest aus... Ja, ich habe ja außerhalb noch Quests aktiviert, okay. Jetzt gehen wir mal auf die lokale Karte. Wir haben nur noch sie hier am Haken. Okay. Ja, gut. Dann beschuldigen wir sie einfach mal. Mal gucken, was dann passiert. Vorsicht. Mademoiselle Kete. Also, speichern. Hallo. Du hast den Mann umgebracht. Ich glaube, du bist die wahre Mörderin. Das ist albern. Warum sollte ich Mr. Parker umbringen wollen? Alibi. Nenn mir doch einen Grund, warum du es nicht sein kannst. Ich bin ständig krank. Ich habe gar nicht die Kraft, um sowas zu machen. Robohine, die krank sind. Aha. Lüge. Ezra hat dein Geld unterschlagen. Daher hast du ihn getötet und es Keith in die Schuhe geschoben. Du warst nah dran. Schade. Ich dachte, der Mist hätte noch ein bisschen weitergehen können. Tja, irgendwann muss es wohl enden. Das muss nicht zu noch mehr Gewalt führen, Detective. Geh einfach. Ich verschwinde und du sagst, ich wäre geflohen. Ezra? Ezra? Du lebst noch? Glückwunsch, du hast mich eingeholt. Ja, ich hatte mich einige Zeit als Juliana ausgegeben. Wie schaut's aus, Detective? Willst du mit mir reich werden? Also hat er sie umgebracht. Und überkommene Ideale sterben. Und ihren Platz dann einfach eingenommen. Ist ja ziemlich peasy, als unter so einer Lebensgemeinschaft, die alle gleich aussehen. Warum hast du Juliana getötet? Ich hatte es nicht vor, aber Juliana war hinter meinen Plan gekommen und musste schnell erledigt werden. Ich dachte, ich könnte noch ein bisschen Geld rausschlagen, bevor ich fliehe. Also, wie soll es denn nun laufen? Was ist denn, wenn ich hier drauf bin? Wenn ich dich gehen lasse, will ich einen Anteil an deiner Beute. Ah, so läuft das also. Gut, dann schmier ich dich, Detective. Also... Kann ich gehen? Nein, du Fickfrosch. Keine Chance. Deine Mordserie endet hier. Dann bringen wir es zu Ende. Wie er mich direkt schlägt, oder was? Warte kurz. Ich habe doch gar keine richtige Schnittelwurst-Zerbeulwaffe. Ich würde sagen, dann nehmen wir mal die Plasmakeule in die Hand hier. Oder mache ich sogar ein bisschen mehr Schaden da unten? Ah ne, das ist die Kampfsperre da hinten. Okay. Jetzt wird's persönlich, Pitch! Wow! Haut der ab, oder was? Der haut ab? Ich meine, die haut ab. Leute, schlagt sie tot! Macht die Bitch tot! Atoms Willen. Wo haben wir denn der fette Mann? Mit dem schieße ich hier drin jetzt mal rum. Mal gucken, was die dazu sagen. Da, so, Gamma, das macht doch dem keinen Schaden, das ist doch... Hallo? Merkst du, du verschissenes Stück Scheiße, lass mich hier durch. What the fuck? What the fuck, wo fährt denn der hin? Will der den anderen Kerl da boxen, oder was? Ach, das ist doch gerade lächerlich, da habe ich jetzt hier nichts Gescheites am Start, an Waffen und so. Oha, so brutal am Fressen gerade. Oh, ein Schlüssel? Haben wir eben den Schlüssel zur Vault bekommen, können wir dann durch diese andere Tür... Oh. Tja, wie ist es so, hä? Ist zu schwer. Ah ja. So, eine fette Schwabbelbacke, hoppala. Okay, das war ja wohl ein Volltreffer.
Dann schauen wir jetzt mal, was der General Hanswurst dazu sagt. Denn es ist die Marianne, die sie heißt. Ich habe den Killer gefunden. Es war Ezra. Er tötete Juliana und nahm ihren Platz ein, um die Spuren zu verwischen. Ich hätte nie gedacht, dass Mr. Parker zu so etwas fähig wäre. Was ist geschehen, als sie zur Rede gestellt haben? Da hat mich direkt schon angegriffen von hinten. Was sag ich da? Hat mich angegriffen. Ich habe ihn getötet. Er hat es verdient. Sie haben das Richtige getan. Hier, bitte. Ihre Bezahlung. Und ein Bonus für die Entdeckung solch eines hinterhältigen Plans. Ich glaube, ohne sie hätten wir es nicht geschafft. Vorkriegsgeld? Ach, fick dich doch. Fick dich und deine Harry Mother. Das war's jetzt schon. Tschüss, Leute, ich geh. Hirntod. Oh, jee. Danke fürs Level Up. Buis. Komm, wir gehen mal noch da drüben lang. Ich glaube, das ist jetzt endlich für uns begehbar. Und wir dürfen nicht vergessen, dass hier war ja eine Vault, wo hier vorne im Bereich eben die ganzen Reichen waren und hinten, wie das war all die Jahre offen, und hinten praktisch die ganzen Pimmel gewohnt haben. Die Armen. Die arme Leid. Wo haben die... Nee, halt, das ist die Garage. Moment mal, das ist doch die Garage. Das ist einfach die Garage gewesen, hier mit den Autos. Okay. Vielleicht haben die hier gewohnt? Nee. So. Nee, das kann doch nicht, oder? Nee. Die haben ihr eigenes Abteil gehabt. Schade, das hätte ich jetzt gerne noch gesehen. Oh, vielleicht kommt man da ja dahin. Da hinten ist alles zu. Ja. Das ist es. Da mussten die durch die Garage gehen. Das ist ja echt frech. Man sieht die ganzen Superschlitten, die wahrscheinlich noch besser untergebracht sind wie der Rest. Oh shit, dude. Oh shit. Ja. Tja, das liegt halt da. Mhm. Hier haben die also gewohnt in dem Raum, die anderen 500. Schä. Ach schade, ich dachte, wir haben jetzt hier voll die Einsicht in so eine verranzte Vault-Kacke. Naja. Man kann da hinten noch ganz hoch, vielleicht ist da irgendwie noch was. Ich guck gleich nochmal auf die Karte, wenn wir wieder im Hauptraum sind, ob wir irgendwo noch einen Zugang oder Abgang vergessen haben. Hier ist auch alles zu. Da vorne steht noch ein Auto, aber ich nehme an, das ist auch nicht der Weg. Exakt klar. Tja, leckerlich, Leute, leckerlich. Gehen wir wieder heim, warte mal. Oh. Schauen wir mal hier rein. Also. Die Karte kann nicht weit genug da runterfahren. Also in den Bereichen waren wir. Das ist irgendwie scheiße. Hier sind wir eben durchgelaufen, ne, da unten rein. Wo waren wir denn eben drin? Wir sind da runtergegangen und dann, keine Ahnung, wir waren wahrscheinlich da unten in dem kleinen Stückchen. Nun ja. Dann gehen wir jetzt einfach wieder raus. Wir haben ja noch eine Quest outside zu erledigen. Und dann gehen wir jetzt mal direkt ran an den Sprengestorm. Ja, ich habe natürlich wie immer nicht geplant, dass jetzt wieder 2 oder 3 Tage lang kein Fallout kommt. Ich hatte voll viel aufgenommen, also im Vorfeld aufgenommen, was auch echt nicht schlecht war, aber dann gerade zu den Zeiten, wo ich hätte wieder was machen müssen, war ich ultra erkältet und konnte dann nichts aufnehmen. Also nicht so lange am Stück, nicht 30 Minuten am Stück labern, das war dann schwierig. Und deswegen Wege kommt halt erst ernst. Ach, die Musik, Kate. Dance doch mal mit. Kate, übrigens Folge 100, Kate. Ah. Jee, wie sie gar nicht tanzt. Kate, 100 Folgen schon. Jetzt nicht 100 Folgen nur mit dir, klar. Deswegen tanzt sie wahrscheinlich auch nicht. Guck, wie sie guckt. Ich will eigentlich gar nicht tanzen, wenn ich ehrlich bin. Sie ist so traurig. Ein gestörter Geist. Aber ich schieße jetzt nicht, keine Sorge. Wie sie guckt.
Rakete. Bing! Let's go. Auf Gott, gerne mal Patron. Wir haben ja so wenig Muni, ne? Das ist echt krass. Da können wir direkt raus. Oh, mal Pinsel, komm. Nehmen wir doch mit. Können wir hier schon raus? Ajo. Was war denn das? Ach, sie rennt. Gut. Das war ein schöner, kurzer Zwischenstopp. Was ist das? Ach so, zurückgehen. Und der Railroad berichten. Wir haben ja den Nationalpark hinter uns im Knick. Da gehen wir mal direkt hin und können unseren Schrott ablegen und gucken, ob die Verbindung schon steht. Aber ich glaube, Nationalpark. War das, wo wir so ultra angegriffen wurden, das, was am Wasser liegt? Das sah eben noch zu weit inlands aus, oder? Dann haben wir da nämlich noch gar keine Route hin. Aber es waren da schon zwei Leute dort. Also könnten wir bereits eine Route errichten. Ach, das ist das. Ja, okay. Und da noch irgendwas? Nee, ne. Stehen ja unsere Geschütze noch. Ja. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Da läuft sogar. Hallo, ich will gerade dieses Ding aufmachen. Dieses, Achso, das muss ich ja hier machen. Gott, schon so lange nicht mehr gespielt. Also, Leutelchen. Wir haben ja ein Häuschen für euch. Direkt hier. Guck mal, weißt du was? Du machst direkt mal eine Versorgungsroute mit Tentacle Island. Jupp. So, dass wir hier mal zu Geld kommen, wie wahr? Siedler hört. Draußen ist noch jemand rumgerannt, direkt da vorne. Wir haben jetzt scheinbar direkt einen Wachschutz, das ist doch schön. Ja, wenn es ja nicht so verstunken wäre. Ich hätte hier gerne auch Nebelkondensatoren. Oder haben wir. Stehen die nicht sogar hier rum? Vorne oder unten stehen ja welche rum, ne? Das kann ich ja nicht mehr verschieben. Ich mach die alle weg, weil die mir jetzt auch im Weg rumstehen. Das ist alles hier voll kacke. So. Und dann machen wir hier gleich ein paar Betten rein und dann passt es. Bettchen, tralalalala. Wir können fast 1000 Betten bauen, geiler Scheiß. Ach, ich hab Bauen wieder verlernt. So. So. Ah. Dann hier noch eins hin. Und hier haben wir direkt eine Waffenwerkbank. Not bad. Eigentlich wollte ich doch mein Zeug weglegen. Wo ist nochmal? Ah, da ist die. So. Na, alle. Wie der guckt, voll frech. Und jetzt bauen wir hier noch... Den meine ich. Der ist ja... Ist der schon wieder hier? Mir geht's gut. Tschüss. Auf Wiedersehen. Was ein Pisser. Cassie Deuton soll die Älteste auf der Insel sein. Der ist ja wieder hier. Der war doch eben noch bei seinem Enkel. Oder wer was es war. What the fuck? Nicht Enkel. Ihr wisst, was ich meine. Da war er eben noch. Wir haben ihn doch eben noch nach Hause gebracht. Jetzt ist er schon wieder hier. Das ist frech. Frecher Mann ist das. Frechdachs. So, Generators. So. Leute, ich habe euch das hier gerade gebaut, okay? Was sah nicht direkt so aus? So, Legendary Film Stiller. Baba! Alter, der hat den geboxt! Den Old Man! Wow. Leute, ich glaube, ich habe euch zu krass geschützt hier mit den Geschützen. Danke, Festlandbewohner. Bitte schön, Flüssiglandbewohner. Munition, Kronkorken. Was du auch findest, wir teilen. Ammunition, Crown Kicks. Shitty Bang. Also waren ja doch welche, die ja außen rumgelaufen sind. Dieser eine. Das wird der gewesen sein. Okay, sehr gut. Dann sind die hier eigentlich auch versorgt, ne? Läuft. Was haben wir noch? Trink von der Quelle, das war für den Nukleus, ne? Diese Mission, wir haben hier unten noch die Mission vom Leuchtturm, da sollen wir den Fallensteller eliminieren. Vielleicht machen wir das zuerst, weil dann ist nämlich dieser alte Truller voll gut gelaunt. Und hier sollen wir auch Fallensteller vernichten und das ist mit Faraday sprechen. Okay, ich würde sagen, dann machen wir mal das da unten. Da ist ja angeblich eine ganze Fallensteller-Familie, das heißt, ja, wir brauchen nochmal viel Munition. Mal gucken, ob wir das mit dem Rest machen können, vielleicht sind ja einige gegen unser...
Verstrahlungskanone empfindlich. Aber wahrscheinlich nicht, aber wir haben unseren fetten Mann. Wir könnten also einfach einmal ordentlich reinbollern. Und dann ist Ruhe. Ach ja. Was ist denn hier los? Ach du Scheiße. Was zum Teufel? What to the devil is thee? Hinter mir ist auch irgendwie... Oh nein. Scheiße. Ich habe hier nur Waffen, die gar nicht viel bringen. Jetzt kommen natürlich alle angelaufen, ne? Schieße ich mal die Klauen ab. Wow, mache ich viel Damage. Mach du das mal, Troller. Guck mal, die haben ja rote Augen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warum sind hier so viele? What the fuck? Kate, haben wir das nicht alles schon gesäubert hier? Ach, scheiße. Das ist echt ein bisschen schwierig jetzt. Und das Ding macht gar keinen Damage. Oh mein Gott. Das wird jetzt gleich eine richtig eklige Geschichte. Also erstmal right away. Wisst ihr was? Ich werde das anders machen. Ja, ich kann direkt zu dem anderen Ding hinrennen. So, tschüss. Die schießen können, habe ich ja nicht gesehen. Das heißt, ich verpiss mich einfach. Ich laufe einfach zur Quest hin. Die müssten eh gleich aufgeben. Na, jetzt haben sie uns schon verloren. Shit, da sind direkt alle. Da oben steht direkt die Wache. Auf was schießen die hier? Hä? Was machen die? Hier ist nämlich ein geiler Platz eigentlich, um auszuharren. Und die vielleicht wegzusnacken. Was haben wir denn noch dabei? War es das schon? Pflanzensaft. Mausnasch. Kann ich nicht lesen. Na komm, nehme ich halt mal ein paar Stickpacks. Achso, wir haben ja eh recht gut geskillt. Oh ja, ja, macht da irgendwas, sehr gut. Killt euch gegenseitig. Eine volle Speicherung. So, dann nehme ich mal Jagdboy in die Hand. Dann gucken wir uns die Chance mal an. Niemand mehr da. Das mit dem Nebel ist echt scheiße. Da läuft jemand rum. Ist da oben eigentlich auch jemand? Gott, man sieht einfach nichts. Es wird dann so grün hervorgehoben. Das ist echt blöd. Ich würde schon gerne einfach einmal mit dem Fatman reinschießen, aber wahrscheinlich wäre das jetzt völlig unnötig. Und darum nehmen wir einfach mal rein. Ja, totes Hühner als Wachhunde. Mhm. Auf was schießt ihr denn? Oh, scheiße. Okay, vielleicht alles klar. Ich würde sagen, wir nehmen mal ganz kurz unseren fetten... Das ist nur der eine. Komm. Und natürlich fresst ihr nichts mit dieser Waffe, ne? No fucking damage. Aber von der Plasmakeule schon. Ja. Und die kann aber nur dreimal hitten. Oh Gott, wo ist nochmal? Oh, hallo. Sagen wir erstmal den einen da weg. Oh Gott. Na, sehr gut, Kate, dann ist er schon mal down. Was, er ist noch nicht down? Och, Kate. Kate, das klappt ja super mit dir. Ich hab jetzt echt gedacht, der wäre weg. So. Schissel, ich brauche ja gerade die gute Ding. Ich nehme gleich mal die Institutspistole. Die haut auch bestimmt ein bisschen mehr rein. Okay, nicht wirklich mehr, aber schneller. Ja, die kann ultra viel reinwursten. Und zack. Kate, hast du gesehen, wie man das macht? Oh shit. So.
Genau. Das gebe ich ihm noch ein bisschen so rein. Bam, bam. Wow. Jetzt muss ich auch nachladen. Die macht halt schon echt einen krassen Triple-Strahl, ne? Diese Pistole. So, der mit seinem Auto ist schon mal weg. Noch zwei. Locker flockig. Komm mal her. Ho, 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 auf den Kopf. Genau, da wollen wir hin. Bam! Zum Glück, ja doch, zum Glück hat jetzt noch keiner von denen irgendwie ein Sternchen. Dass sie dann immer wegrennen müssen. Weißt du, ich renn doch auch fast nicht so oft weg. Hast du gerade Wasser getrunken, du Ekel? Altes Ekelpaket. Ja, ich komme gleich zu dir hoch. Eine Sekunde. Also, bin schon mal auf die Granaten gewechselt. Die brauche ich bestimmt gleich. Bitteschön. Ja, das ist gut. Jetzt haben wir eigentlich... Also ich nehme an, den Großteil hier draußen schon entfernt. Wobei es eine ganze Familie sein soll. Das heißt, das war ja jetzt maximal ein Squad. Beziehungsweise auf so eine Größe treffen wir ja doch öfter auch mal einfach so. Diese Käfige als Hüte sind so bescheuert. Mhm. So, okay. Ich behalte, glaube ich, jetzt die... Wo ist denn die Institution? Da ist... Ah, das sind noch zwei Stück, drei. die haben uns doch gar nicht bemerkt. Okay, das heißt, wir könnten da jetzt auch wieder in den Snipe-Modus gehen. Beziehungsweise die generell so ein bisschen ausstecken von weiter weg. Habe ich das Ding an? So, schön auslassen. Vielleicht ist irgendwo noch was versteckt. Nein. Sehr schickes Haus. Also die zwei sind noch außen, da drüben drin. Ich denke, da gehe ich jetzt mal direkt hin, so. Ich sehe noch keinen durch die Wand. Ah, das ist kein großes Haus. Der hat gepennt. Die anderen zwei sind nicht mehr sichtbar. Hä? Was? Ich kann dich streicheln? Was erzählst du da? Ja, Munition. Boah, die waren alle hier unten drin, ne? Nehme ich an. Kommt der jetzt runter? Verdammt! Was zum Teufel ist hier passiert? Kommt bestimmt gleich runter. Und die Kate schreit hier unten rum, verdammt! Kate, das ist keine gute Idee, einfach so rumzuschreien. Oh, der ist ganz oben. Dann gehe ich ganz hoch und mach dir direkt platt. Du kannst dich nicht verstecken. Nicht für immer. Doch, kann ich, Dummkopf. Ich muss ein bisschen näher ran. So. Haha. Angriff abgebrochen. Das Ding ist schon nice. Bitte. Bitte. So, ducken. Ja, keiner mehr da. Munition. Ushanka. So. Wir brauchen mehr Muni. Muni, Muni, Muni. Muni, 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 Muni. Vorkriegsgeld. Nee. Gibt's wohl immer ein paar Kronkorken. Geld, wir brauchen mehr Betten. Und rate mal, womit ich die Betten baue. Mit dem Papier aus dem Geld. Hallo. Denk doch mal nach, Kate. Ich muss immer da hoch. Ich brauche noch mehr Munition. Das gibt's noch nicht, dass es so wenig... Dass wir jetzt so in der Bredouille sind. Wir haben irgendwann mal auf schwer umgestellt, ne? Das könnte daran liegen, dass wir auch einfach mehr Munition verbrauchen, weil wir auf schwer gestellt haben. Aber ja. Komm, pennen wir einmal, aber wenigstens Stinkpacks zu... Mmh. Ja, ja, okay, das ist echt schlimm. Wir liegen immer so viel rum. Okay, wir nehmen auch noch mit. Ist hier noch irgendwas versteckelt? Nö, okay. Mietpaket. Pfeffermühle. Da ist bestimmt ein Schräubchen drin. So, jetzt müsste dann gleich der letzte kommen. Ich nehme an, das ist wirklich ein fetter Sack. Oh. Ich dachte, das wäre natürlich noch
die irgendwie irgendwo reinführt in irgendeine wichtige geladene Zone. Okay, da ist ja wohl nicht da oben. Ich gehe trotzdem hoch. Vielleicht liegt da irgendwas. Doch, er ist da oben. Ja, doch, er ist da. Hallo, hallo, Dude. Na, Bre, bist du hier oben? Ja. Boah, oh Gott. Hat er mich jetzt erschreckt. Es ist laut. Okay, dann legen wir mal los, ne? Kommst du her? Du Kackwurst, ich will dir noch ein Stealth-Ding verpassen. Ach, leck mich doch am Ärmel. Er hängt da hinten drin rum. Tja, Douglas, wie ist es so, ha? Wie ist es so, Douglas? Ich hau ihm noch einen Critical rein. Wow. Das ist doch Michael Douglas. Wow. Er gibt sie ihm ultra rein, ne? Und tschüss. Oh, Douglas, nein. Ja, das hat bestimmt wehgetan. Geheimnisvolles Holoband. Okay. Oh Leute, jetzt sagt nicht. Pass mal auf. Pass mal auf. Ich habe leider keine Vermutung. Geheimnisvolles Holoband. Dass der irgendwie sowas sagt wie, ja, wir waren die eigentlichen Ureinwohner und diese krasse Frau Dalton hat uns alle gefickt oder sowas. Und die ist das Böse. Tja, das war's dann. Ich bin am Arsch. Scheißnebel. Man sollte meinen, ein Leuchtturm wäre gut zu sehen. Aber nicht hier. Was für ein Nebel. Unglaublich, dass ich mich dazu überreden ließ. Woher will ich wissen, dass diese Frau nicht verrückt ist? Langsam glaube ich, dass sie sich die ganze Geschichte nur ausgedacht hat, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Einen Fallensteller erledigen, um den Tod ihres Mannes zu rächen. Es klang so einfach. Hätte ich diese gottverlassene Insel doch nie betreten. Scheiße, da kommt was. Oh shit. Die hat den auch geschickt. Was? Also die hat den auch geschickt, diesen armen Mann. Um ihren Mann zu holen. Aber was heißt das jetzt? Ist sie jetzt total böse oder ging es einfach nur in die Hose? Und habt ihr das eben mitgelesen? Er hat scheinbar seine Beute, wollte sich jemand schnappen, hat er sie versteckt. Okay, was für eine Scheiße. Die Kate, okay. Kate, get it on, bitch. Get it on. Das sind einfach nur andere Fallensteller, oder was? Komm. Da, be da. Was ist für ein geiles Wäffelchen da? Er genießt die Schüsse richtig. Nein, ich will nicht bluten. Wow, 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 die reißt so. Blute. Okay, jetzt hinter uns ist auch einer. Kate, wo bist du? Ah, die ist nach oben, ne? Die ist ja nicht mitgefahren. Ah, Kate, du bist da blöd. Oh nein. Boah, krass, ich fress. Tschüss. Warte. Kate, nichts da, das war schon alles. Ich hab echt das abbekommen. Ich glaube, ich blute, Kate. Mach ein Geschütz und ich springe auch noch direkt vor das Geschütz. Ich bin ein Tier. Ja, ich weiß, wie man Mädchen verwöhnt. Hab's halt ein bisschen drauf, ne? Ich habe von dem den Schlüssel bekommen, ne? Für dieses versenkte Zeug. Ist es jetzt direkt hier irgendwo? Ah. Sehr gut, sehr gut. Tja, Kate. So riecht man halt, wenn man viel arbeitet.
Da unten ist es, ne? Nee. Ein Mr. Gutsy. Was ist hier? Ah, da. Hä? Ich dachte, er hat den Schlüssel dabei. Wir haben ihn doch gekillt und alles genommen, was wir brauchen, oder? Ah, egal. Nachtsichtrevolver. Vielleicht nehmen wir die mal ganz kurz mit. Was ist das 308er? Was haben wir 308? Die Jagdboy. Ich nehme den Revolver jetzt echt mal mit. Und die sieht jetzt nicht so prickelnd aus. Das ist eine Zellenwumme. Nee. Ah, das reicht so. Hier ausrastet direkt. So. Jetzt bin ich mal gespannt, was die Alte dazu sagt. Dass hier Fallsteller Kerl töten. Wer war denn jetzt der Richtige? Er wollte mich einfach nur umbringen. Das mache ich jetzt noch geschwind, dann ist die Folge rum. Aber das muss ich noch kurz machen, oder? Auf. Los, schneller. Na. Was sind das für lächerliche Wölfe? Die sind da nicht richtig edel aus. So, komm. Also, was sagst du dazu, Snitch? Die Fallensteller sehen vielleicht wie wir aus, aber die Insel hat ihre Seelen. Ich höre nur Gerede bei dir, Cassie. Jetzt sind sie Verrückte und leere Hüllen im Nebel. Der Fallensteller, der deinen Mann getötet hat, lebt nicht mehr. Dann ist es vorbei. Endlich vorbei. All die Toten, all die Schuld, endlich beglichen. Und es war niemand aus Far Harbor, der sich der Insel stellte und die Daltons rächte. Das warst du. Jemand Fremdes. Ein Festlandbewohner. Das letzte Kapitel ist geschrieben. Die Geschichte ist zu Ende. Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Tag noch erlebe. Danke. Bitte. Ich habe ein Holoband gefunden. Vom letzten am Leuchtturm. Er hielt deine Geschichte für eine Lüge. Ist sie das? Gelogen? Nein. Sie ist wahr. Zumindest im Kern. War auch etwas Übertreibung dabei? Vielleicht. Aber manche Dinge sind wichtiger als die Wahrheit. Nehmen wir dich zum Beispiel. Du hast die Gefahren der Insel gesehen und überlebt. Du hast etwas Wichtiges gelernt. Außerdem hat die Insel ebenfalls etwas gelernt. Sie weiß, dass du kein planloser Festlandbewohner bist, der sich im Nebel sofort verirrt. Die Insel wird dich jetzt respektieren. Das kann ich nur über die wenigsten sagen, die mit diesem Boot kommen. Ha. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Hätte ich weitergemacht, würde auf der Insel nichts mehr leben. Ich habe keinen Grund, an dir zu zweifeln. Jede gute Geschichte braucht ein Happy End, oder? Der Held findet den Schatz, rettet den Liebling und reitet in den Sonnenuntergang. Naja, ich bin etwas zu alt, um mich auf ein Pferd zu schwingen. Aber ich habe sowas Ähnliches wie einen Schatz. Das ist ein Erbstück. Es gehört meiner Familie schon. Lass mich nachdenken. Mindestens eine oder zwei Generationen. Es gibt keine Daltons mehr, die das Ding erben könnten. Also kann ich es auch dir überlassen. Die Insel kennt diese Waffe. Oh ja. Wenn du sie bei dir hast, wird dich die Insel ernst nehmen. Das war's. Das ist das Ende. Jetzt kann ich ruhig schlafen, denn es wird nichts Unvollendetes geben, wenn ich sterbe. Dann mal los. Meine Geschichte ist vorbei, aber deine? Ich glaube, die wird gerade erst interessant. Adalasser, Ziele bluten, der Leiden 25 Punkte, Schaden 66. Dankeschön, Cassie. Jetzt aber ganz schnell mal die Folge beenden, damit ich es euch hochladen kann. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.